Dies ist ein weiteres Video zum Thema ganz rationale Funktionen und hier geht es um Extrempunkte, Hoch- und Tiefpunkte. Ihr kennt es vielleicht auch unter dem Namen lokale Maxima und lokale Minima. Am besten mache ich das deutlich an so einem kleinen Beispiel hier. Ich habe einfach eine beliebige Funktion dritten Grades in diesem Fall ausgewählt. Ein Hochpunkt wäre oder ein lokales Maximum wäre hier der höchste Punkt an diesem kleinen Schnupsel hier. Und ein lokales Minimum wäre hier der tiefste Punkt. Man kann die natürlich einmal zeichnerisch bestimmen und dann vor allen Dingen auch rechnerisch. Was zeichnet diese beiden Punkte aus? Das ist die Tangentensteigung. Denn wenn ich jetzt die Tangente an diese beiden speziellen Punkte lege, sieht das folgendermaßen aus. Wie man sehen kann, ist die Steigung der Tangenten bei Hoch- und Tiefpunkten jeweils 0, da die Tangenten Parallelen zur x-Achse sind. Und die Steigung 0 erreiche ich tatsächlich nur, wenn ich ein Hoch- oder einen Tiefpunkt habe. Sonst habe ich immer eine Steigung größer oder kleiner als 0. Und diese spezielle Steigung mache ich mir zunutze, wenn ich die Hoch- und Tiefpunkte nicht nur wie hier zeichnerisch, sondern auch rechnerisch ermitteln möchte. Wobei ich zunächst erstmal hier nur die Extremstelle berechnen möchte, also hier den Wert x tief zum Beispiel und hier x hoch. Da, wenn ich die extremen Stellen habe hier, dann kann ich natürlich einfach durch Einsetzen hier von dem ermittelten x in meine ursprüngliche Funktionsgleichung auch den entsprechenden y-Wert hier herausrechnen und dann habe ich meinen Hoch- bzw. meinen Tiefpunkt. Ich betrachte also, um festzustellen, ob ein Punkt ein Hoch- oder Tiefpunkt ist, die Steigung der Tangente. Und die Steigung der Tangente berechne ich ja über die erste Ableitung. Also die Steigung bekomme ich über die erste Ableitung. Und ich möchte die Punkte haben, wo diese Steigung eben gleich 0 ist. So, das heißt, das ist mein Ansatz, mit dem ich Hoch- und Tiefpunkte herausfinde. Und das ist die sogenannte notwendige Bedingung. Am besten spielen wir das hier einmal an diesem speziellen Beispiel durch. Dazu bestimme ich erstmal die Ableitung dieser ganz rationalen Funktion. So, ich habe hier mal ganz allgemein die beiden ersten Ableitungen bestimmt und nehme jetzt hier die erste Ableitung und setze die hier in meine notwendige Bedingung ein. Das heißt, ich habe, und das hier ist eine Gleichung mit nur einer unbekannten x und die kann ich nach x auflösen. Im Prinzip behandle ich diese Gleichung hier wie vorher bei den ganz rationalen Funktionen, wenn ich Nullstellen berechnen möchte. Nur, dass ich an dieser Stelle keine Nullstelle berechne, sondern eine Extremstelle. Aber die Rechnung ist die gleiche. Das heißt, hier, wenn ich eine quadratische Funktion habe, kann ich mit der PQ-Formel oder mit der quadratischen Ergänzung rechnen. Hätte ich eine Funktion dritten Grades, dann könnte ich mit dem Horner-Schema oder der Polynomdivision versuchen, die entsprechenden Stellen auszurechnen. Oder auch, wenn hier der absolute Term hier nicht gegeben wäre, dann könnte ich über Ausklammern versuchen, auf die Nullstellen zu kommen, beziehungsweise hier die Extremstellen und so weiter. Das heißt, ich behandle das wie eine ganz normale Gleichung und wende jetzt alle Tricks und Kniffe an, um diese Gleichung lösen zu können. Da ich hier eine quadratische Gleichung habe, nehme ich in diesem Fall die PQ-Formel. Bevor ich die PQ-Formel anwende, unbedingt den Faktor vor dem x loswerden. Da ich hier eine Gleichung gleich 0 habe, kann ich einfach durch 3 teilen. Dann bleibt auf dieser Seite 0, weil 0 durch 3 ist immer noch 0. Und hier behalte ich x² minus 2x minus 15. Das ist eine einfache quadratische Gleichung, die kann ich mit der PQ-Formel lösen. Ich habe das hier eben einmal gemacht. Ihr könnt das Video kurz anhalten, wenn ihr das in Ruhe nachvollziehen wollt. Ich habe auf jeden Fall hier zwei Extremstellen erhalten, 5 und minus 3. Das heißt einmal hier und einmal hier. Die könnte ich jetzt nehmen, die 5, hier oben für die x jeweils einsetzen und mir dann dazu den Funktionswert berechnen. Und schon habe ich meinen Hochpunkt bzw. meinen Tiefpunkt komplett bestimmt. Wenn ich die notwendige Bedingung zu Ende gerechnet habe, dann muss ich unbedingt noch die hinreichende Bedingung überprüfen. Und die hinreichende Bedingung lautet, dass die zweite Ableitung an dieser Extremstelle, die ich gerade hier bestimmt habe, die darf eben nicht gleich 0 sein.
Das mache ich hier eben auch mal. Wenn ich also hier die zweite Ableitung nehme und jetzt eine Extremstelle einsetze, nehme ich mal hier die 5. Dann habe ich 6 mal 5 macht 30, minus 6, das macht 24 und das ist definitiv größer als 0. Warum jetzt dieses größer oder kleiner 0? Also erstmal habe ich herausgefunden, dass meine hinreichende Bedingung erfüllt ist, dann ist es ein Wert ungleich 0. Warum ist es jetzt wichtig, ob der Wert größer oder kleiner 0 ist? Das liegt daran, dass ich über die zweite Ableitung sagen kann, ob meine Extremstelle ein Hochpunkt oder ein Tiefpunkt ist. Wenn nämlich die zweite Ableitung größer 0 ist, dann bedeutet das immer, dass dort ein Tiefpunkt vorliegt. Ist die zweite Ableitung kleiner als 0, dann habe ich entsprechend einen Hochpunkt. Das heißt, ich kann hieran sofort sehen, alles klar, das ist ein Tiefpunkt. Kann ich hier auch zeichnerisch bestätigen. Aber wenn ich in einer Kurvendiskussion bin, habe ich in der Regel keine Zeichnung vorliegen, sondern ich berechne erstmal die wichtigen Punkte, um dann eben eine Skizze machen zu können. Und hier könnte ich jetzt sofort aussagen, an der Stelle liegt ein Tiefpunkt vor. Das heißt, wenn ich die beiden Bedingungen hier überprüft habe, dann bin ich fertig mit der Berechnung zum Hoch- und Tiefpunkt, zum Beispiel bei einer Kurvendiskussion. Die Hoch- und Tiefpunkte werden aber häufig auch in Textaufgaben oder in sogenannten Steckbriefaufgaben. Da wird auch danach gefragt. Und da gibt es immer kleine Klauseln, an denen man sofort erkennen kann, dass nach einem Hoch- oder Tiefpunkt gefragt ist, auch wenn das nicht direkt im Text steht. Und die möchte ich mit euch einmal kurz durchgehen. Ich habe hier nochmal eine Funktion aufgezeichnet, eine Funktion vierten Grades. Einfach nur, dass man bestimmte Zusammenhänge vielleicht besser erkennen kann. Häufige Floskeln, die auftauchen in Textaufgaben, um Hoch- oder Tiefpunkt zu bestimmen, ist sowas wie, wie viel Stück muss ich produzieren, damit der Gewinn maximal ist. Maximal ist so ein Schlüsselwort, was hier nach einem Hochpunkt fragt. Oder man fragt nach einer Stückzahl, die gefragt ist, wo die Kosten zum Beispiel am niedrigsten sind. Das heißt, hier wird nach einem Tiefpunkt gefragt. Oder vielmehr, bei produziertem Stück wird erstmal nur nach der Extremstelle gefragt. Und wenn dann noch gefragt wird, wie groß ist denn der Gewinn, dann wird hier auch noch der Y-Wert von meinem Hochpunkt abgefragt. Drei weitere Aussagen, die nach Hoch- oder Tiefpunkten fragen, ist sowas wie die Tangente ist waagerecht oder hat die Steigung 0 oder ist parallel zur X-Achse. Das heißt, es sind Punkte gefragt, wo die Tangente so oder so liegt. Und das sind ja eben gerade, wie gesehen, Hoch- oder Tiefpunkte. Eine etwas versteckte Frage nach einem Hoch- oder Tiefpunkt ist, wenn da steht, dass die Funktion oder der Graph die X-Achse berührt. Berührt ist auch auf jeden Fall ein ganz wichtiges Schlüsselwort, denn normalerweise habe ich ja eine Funktion wie hier, dass sie die X-Achse schneidet, das heißt, wird eine Nullstelle berechnet. Berühren heißt aber, dass die Funktion entweder von oben kommt, nur bis zur X-Achse geht und dann wieder nach oben verschwindet. Oder sie kommt von unten, berührt die X-Achse und geht wieder nach unten weg. Das heißt, sie schneidet nicht. Sie hat nur einen Punkt direkt auf der X-Achse, den sogenannten Berührpunkt. Und das muss in diesem Fall dann immer ein Minimum oder ein Maximum sein. Das heißt, auch wenn im Text berührt steht, ist eigentlich immer nach einem Hoch- oder einem Tiefpunkt gefragt. Ein weiteres Wort, was häufig vorkommt, ist das Wort Änderung oder Änderungsrate in Bezug auf Funktionen. Und bei Änderungsraten geht es auch immer um die erste Ableitung. Das heißt, häufig wird da auch nach Hoch- und Tiefpunkten gefragt. Gut, ich hoffe, es ist klar geworden, was Hoch- und Tiefpunkte sind, wie man sie berechnet, was die notwendige und hinreichende Bedingung jeweils ist und auch wie man im Text erkennen kann, wann nach einem Hoch- oder Tiefpunkt gefragt ist. Zum Schluss noch ein paar Fragen, damit ihr sicher gehen könnt, dass ihr die wichtigen Informationen aus diesem Video auch verstanden habt.